Hallo ihr Lieben, da sind wir zurück mit einem neuen Video. Wir haben wieder ein Tauschpaket gemacht und zwar diesmal mit der lieben Lara von Friedas Hundeblog. Da ist das Paket, von vorne zeige ich es euch nicht, dann seht ihr nämlich die Adressen, das sollt ihr nicht. Wir sind schon sehr gespannt. Hanni liegt im Hintergrund, der ist das relativ egal, aber die Bjelle, komm hier raus. Die guckt schon die ganze Zeit ganz gespannt und schnüffelt an dem Päckchen und möchte unbedingt, dass ich das jetzt aufmache. Und das mache ich jetzt auch. Cuttermesser. Und da ist es auf. Und der erste Eindruck ist richtig, richtig klasse. Da macht man das auf und dann sieht man das. Es ist total süß in rosa eingepackt. Es ist eine Post dabei. Nicht wieder Post. Und da guckt die Frieda oben raus. Das heißt, das nehme ich mal zuerst und schaue da rein. Das ist ganz extra für uns gemacht. Papillon, Honey and Friends. Das sind wir, beziehungsweise unser Kanal. Hallo Britta, Honey, Bjelle und Elfe. Ich hoffe, das Paket ist heile bei dir angekommen. Wir freuen uns total, ein Tauschpaket mit dir zu machen. Und ich bin echt gespannt, was in deinem Paket drin ist. Bjelle, komm mal rauf. Da. Wir hoffen, euch gefallen die Sachen und ihr könnt etwas damit anfangen. Viel Spaß jetzt beim Auspacken. Viele Grüße, Frieda und Lara. PS, ich kann nicht gut einpacken. Das ist absolut gelogen, weil das ist voll hübsch. Und das ist auch voll hübsch. Und innen ist es noch viel hübscher, da ist nämlich meine Elfe drin. Ganz, ganz lieben Dank, den hänge ich natürlich auf. Den stecken wir jetzt zurück. Und das erste Päckchen. Das ist ein ganz großes. Da steht drauf, hoffe die Größe passt. PS, für die Hunde hat es nur innere Werte. Achtung, stinkt. Bisher stinkt es nicht. Das schöne Papier. Das sind Hühnerherzen. Das ist sehr cool. Da stehen die Mädchen nämlich total drauf, deswegen dürfen sie auch direkt eins haben. Gut, dass ich den Cutter mitgenommen habe, sonst hätte ich sie jetzt nur Mund aufmachen müssen. Und das ist doch ein bisschen eklig. Einmal für die Elfe, die sitzt da ganz brav unten. Einmal für das, komm hoch. Hani, komm mal rauf. Bjelle, komm mal rauf. So, einmal für die Bjelle. Und die Hani vielleicht auch, dann sieht man dich mal. Das ist ein bisschen gierig. Gut. Okay, den Rest legen wir auf Seite. Das zweite. Sieht aus wie ein Bonbon, ganz niedlich. Für Frieda etwas zu klein. Hoffe, deinen gefällt es. Büffelhautknochen mit Entenfleisch von Lucullus. Ja, meine Mädels mögen die total gerne. Ich habe da noch zwei von, eine Nummer größer. Und fand das immer total blöd, die zu geben, weil ich habe ja drei Hunde. Jetzt finde ich es schon fast schade, dass ich sie nicht für dich eingepackt habe. Die werde ich auf jeden Fall heute Abend verfüttern oder so. Alternativ morgen, wenn sie dann vormittags wieder alleine bleiben müssen. Das nächste. Super fürs Training. Frieda liebt sie. Leider gibt es sie nicht überall. Hier ist bestimmt wieder was zu schnabulieren für die Kleinchens. Elfe, bleib mal bitte da. Also die Marke kenne ich. Diese Leckerlis kenne ich allerdings nicht. Das sind Max Tasties. Bones Knochen Lamm.
getreidefrei. Hatten wir uns ja abgesprochen, möglichst kein Getreide und kein Zucker. Ich habe natürlich trotzdem ein Fastfood eingepackt. Ne? Probieren wir dann mal, was die Mädels dazu sagen. Ich habe dann heute Fresstag, wa Mädels? Jelle, komm doch mal darauf, dann sieht man dich auch, Jelle. Boah, riechen tun die total wie Beefy, finde ich. Geh mal runter, Honey. Honey. Also sie findet es auch extrem geil. Elfe, meinst du, wir kriegen dich auch mal zu sehen? Super. Nee, weil die Bjelle hier hinter mir sitzt, kommt die Elfe nicht so nah dran. Die streiten sich leider schon mal bei Futter ein bisschen. Und da ist es gut, dass die Elfe ein bisschen Abstand hält. Das ist sehr vernünftig. Braucht jeder? Nimm mal eine Nase. Oh, das riecht voll gut. Da habe ich jetzt echt keine Idee, was es ist. Das sind bestimmt Lavendel-Kakatüten. Ja, das ist cool. Außerdem sind sie lila und pink und türkisblau sind ja sowieso meine Lieblingsfarben. Komm mal hoch, da kannst du jetzt nichts mit anfangen. Das sind einfach nur Kakatüten. Also ich meine, da kannst du schon was mit anfangen, da kannst du mich reinkackern. Okay, nicht reinkackern, aber ich kann es dann hinterher reintun. Schauen wir mal, komm mal her. Sitz. Kannst du es nehmen? Nehmen? Ja, nimm. Halte. Ist fast ein bisschen groß, ne? Nimm. Nimm. Geht nicht. Ist zu groß, kann sie nicht festhalten. Herzlichen Dank. Total klasse. Nur für Bjelle. Hoffe, es ist nicht zu groß. PS, ich weiß, ich kann nicht einfach. Doch, kannst du. Das ist total niedlich alles eingepackt. Das ist also jetzt ein Special für Bjelle. Oh, das ist witzig. Das wird sie mögen. Die anderen spielen sowieso nicht mit Spielzeug. Das wird sie sehr, sehr mögen. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist nämlich so ein... Elfe, dann komm du mal hier hoch. Elfe, komm mal hoch. Dann sehen wir dich auch mal. Da ist die Elfe. Jetzt ist die Bjelle da unten. Das ist so ein super weiches, super Spielzeug. Bjelle, komm mal hoch. Kannst du es dir mal nehmen? Möchtest du es? Ja, dann nimm es mit. Willst du nur Küsschen geben? Willst du nur Küsschen? Dann komm runter. Dann nimm es mit. Nimm es mit. Jawohl. Also sie hat es mitgenommen. Sie findet es wohl gut. Okay, jetzt ist hier auch was drin. Selbstgemacht. Ich weiß, nicht wirklich schön. Hoffe, dir gefällt es. Du stellst dein Licht so ein bisschen unter den Scheffel. Ich schätze mal, du hast für uns was gezeichnet. Ups, da fallen die Kakatüten. Gibt schlecht Wetter, die Kakatüten fliegen tief. Oh, ich finde es sehr niedlich. Da hat sie mir ein Bild gemalt und ich würde sagen, das ist definitiv die Bjelle, weil die hat nämlich diese unsymmetrische Blässe oben und die hat sie super gut getroffen, wie ich finde. Also ich finde es total klasse und kommt definitiv an meine Wand. Ich habe so eine Wand mit ganz vielen Zeichnungen, die Leute für mich gemacht haben und da kommt es dann halt auch hin. Ich hoffe, die drei mögen Huhn, Frieda liebt sie. Meine mögen ehrlich gesagt eigentlich so gut wie alles, außer Fisch. Fisch ist nicht so. Ja, sie mögen sie. Wir haben sie mit Käse, wir haben sie ohne Käse. Ich mache die jetzt nicht auf, weil ich habe gerade so eine Tüte, Chicos noch mit Käse. Und die wollen wir jetzt erstmal leer machen, bevor wir die nächste Tüte dann aufmachen, weil ich ja die anderen Sachen auch schon alle aufgemacht habe. So, und jetzt... Das ist ja witzig. Da steht drin, hoffe es gefällt dir, PS, ich habe es selbst gemacht. Das ist eine Schüssel aus einer alten Schallplatte.
Wie cool ist das denn bitte? Lara, da musst du mir bitte ganz, ganz dringend erklären, wie man das macht. Weil das ist ja wohl ein absolut, absolut, absolut witziges und cooles Geschenk, um es jemandem mitzubringen. Die Musik wäre jetzt nicht so ganz mein Fall gewesen. Aber die Schüssel ist absolut klasse. Ja, das war's. Der Karton ist leer. Ich bin absolut begeistert. Es hat total Spaß gemacht, auch wenn es etwas länger gedauert hat, bis ich jetzt das Video machen konnte, weil ich leider so viel unterwegs war. Die Mädels hängen jetzt hier alle am Tisch rum und belauern die Hühnerherzen vor allem. Ich möchte mich ganz, ganz lieb bei dir bedanken. Das ist wirklich total toll. Auch die gebastelten Sachen, das Gemalte, die Leckerlis sind super. Ja, gerne wieder. Und wenn ihr das Video mochtet, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr es nicht mochtet, dann gebt halt einen nach unten, wenn es unbedingt sein muss. Aber dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu schreibt, warum ihr das tut.